So, moin, moin, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Elder Scrolls V Skyrim. Wir sind letztes Mal auf der Brücke vor Gut Goldenglanz stehen geblieben. Und Gut Goldenglanz wollen wir jetzt infiltrieren. Mein Gott, Wortfindungsstörung heute, egal. Wir müssen als erstes die drei Bienenstöcke in Brand setzen. Und optional können wir dann Goldenglanz durch die Kanalisation betreten. Das werden wir dann auch später mal versuchen, wenn wir die Bienenstöcke in Brand gesteckt haben. Das versuchen wir als erstes und los geht's. So, ich werde aber schon schleichen, weil hier sollen ja Söldner sein. Da vorne steht nämlich schon einer und ich bin nicht so scharf darauf, die Söldner auf mich aufmerksam zu machen. Ich bin entdeckt worden. Okay, doch nicht. Das ist auch einer. Ja. Das verbraucht Ausdauer. Okay. Da war ich jetzt gerade nicht genauestens im Bilde drüber. Ah, die Tür unten geht schon auf, da kommt einer raus. Nicht getroffen, verdammt. Oh. Na, vielleicht helfen die uns ja, wer weiß. Haha, was ein Zufall. Sehr gut, dass ihr hier vorbeigegangen seid. Ja, da drüben hat mich auch gesehen. Er schießt aber nicht. Ist auch ein Bogenschütze. Ah, jetzt haben sie mich verloren. Das ist gut. Zwei haben wir hier hinten schon mal gekillt, ohne dass wir irgendwie Schaden genommen haben. Schon mal sehr gut. Warum habe ich den jetzt nicht getroffen? Der war voll drauf. Diesmal aber. Warum? Den habe ich. Okay, sie haben mich entdeckt, folgen mir aber scheinbar nicht. Da habe ich nichts gegen. Kriege ich den hier. Jawohl. Soll ich den? Nein. Schade. Okay. Wir werden hier auf jeden Fall ein paar. Oh, Eisenpfeile finden. Ja, ich wollte gerade sagen, wir werden auf jeden Fall mit weniger Pfeilen nach Hause gehen, wie wir gekommen sind. Aber das ist ja auch gerade hinfällig, weil ich gerade welche gefunden habe. Den da oben dürfen wir nicht vergessen. Der hatte, glaube ich, auch noch Pfeile dabei. Und er da ist auf der Suche nach uns. Jawollo. Das sind aber bestimmt nicht die einzigen Söldner, die hier rumlungern. Gehe mal davon aus, dass das noch ein paar mehr sein werden. Gut, Goldenglanz entdeckt. Sehr schön. So, er hat Pfeile dabei und den Torschlüssel von Gut Goldenglanz, den nehmen wir natürlich gleich mit. Den können wir jederzeit dort rein. Und da vorne liegt der andere. Ja, der hat Pfeile dabei. Dem einen habe ich ihm so ins Gesäß geballert. Pfeile, sehr schön. So, ist jetzt hier noch irgendwo. Oh, erstmal Zutaten. Ganz viele Zutaten. Nehme ich alle mit.
Kennt man ja von mir. Und hier nochmal. So. Ist vielleicht hier noch was Schönes drin? Kartoffeln, Mehl. Salz. Salz nehmen wir mit. Und grüne Äpfel, die brauchen wir nicht. Da hinten sind die Bienenstöcke. Und da oben ist noch ein Söldner auf jeden Fall. Dieses Geräusch, was hier verbreitet wird, das ist Nirnwurz. Und da in der Nähe ist, kommt immer dieses Geräusch, das ist da unten, das holen wir uns schnell. Dann hört das Geräusch auch auf. Ich finde das immer mega nervig. Jetzt komme ich hier nicht wieder hoch. Ernsthaft. Hier oben sind bestimmt noch ein paar. Wie viele sind, weiß ich nicht. So, oben. Da steht einer, oder beziehungsweise laufen zwei. Und ich werde... Oh, es sind drei. Und ich bin entdeckt worden. Okay. Wir gehen wieder zurück. Auch wenn das vielleicht ein bisschen feige ist. Aber ich bin auf leichter Rüstung unterwegs und bin nicht gerade auf einen Nahkampf mit den Dudes hier aus. Aber sie folgen mir auch wieder nicht. Es sind vier Leute da oben. Da ist einer. Oh, Fertigkeit verbessert. Neue Stufe. Da werden wir gleich mal nachlegen. Und ich nehme noch einmal Gesundheit. Und gleich dann Ausdauer. So. Dann gehen wir nochmal in die Schießkunst rein. Mehr Schleichen als Schießkunst. War nicht schlecht. Und übernehmen einmal den Todesschuss. Sehr schön. 25% mehr Crit. Bei Crits. So, da war einer. Da. Oh, oh. Das sind zwei. Oh, oh. Nummer eins. Aua. Ja. Zeigt mir, was ihr könnt. Naja. Okay, sie haben mir weniger Schaden gemacht als erwartet. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich dachte, das wäre wesentlich mehr. Feuerholz. Nö, brauche ich nicht. Aber es soll mir recht sein. Brauchen auch nicht so stark zu sein, sage ich jetzt mal. Das ist die Außenansicht. So sehen wir jetzt aus. Alles klar. So. Q ist das. Ah ja, sehr gut. Die Favoritenliste. Wo bin ich entdeckt worden? Der da. Okay. Ich mach fertig. Der nächste kommt auch gleich hinterher. Ja, ist okay. Genug. Okay, dann ein Arsch. Puff. Okay. Damit dürften wir alle Söldner hier eliminiert haben, obwohl ich eigentlich vorhatte, an den Söldnern mich vorbeizuschleichen. Falsche Taste. Flammen. Zutaten nehme ich alle mit. Man kennt es, man kennt es. Okay. Okay, man muss nur an die dran treten. Die will ich aber anflammen. Okay. Drei Bienenstöcke in Brand gesetzt und ich wechsle... Oh, ich bin so blöd. Ich wechsle wieder auf den kaiserlichen Bogen der Seelen. Oh, wir sind doch noch zwei. Ja, komm. Wir sind verloren. Rückzug.
Jo, tschüss. Damit habe ich ehrlich gesagt, muss ich zugeben, nicht gerechnet. Da liegt der andere. Und nochmal einen Eisenfall kriege ich wieder. Sehr schön. Weil wir es können und weil wir das auch nochmal skillen. Heilung. Da, Wiederherstellungszauber verbessert. Sehr schön. Oh, ich dachte schon, ich hätte den anderen jetzt auch angekuckelt. Oh, gut. Und gut Golden Glanz. Jetzt können wir uns aussuchen, wie betreten wir gut Golden Glanz. Scheinbar ist hier irgendwo die Möglichkeit, da unten durch die Kanalisation reinzukommen. Dann werden wir das doch mal versuchen. Abgeschlossen, betritt gut Golden Glanz durch die Kanalisation. Okay. Kann ich nichts machen. Ah, Skeber. Seelenstein wird gefüllt. Sag ich doch. Hier ist aber noch einer. Und noch ein Seelenstein wird gefüllt. Sehr schön. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das nicht die einzigen beiden Skeber sein werden, die hier unten rumlungern. Okay, mit Feuer kann ich hier alles ansenken. Und noch ein Seelenstein. Oh, das war knapp. Uiuiui. Das lassen wir jetzt erstmal ausgehen, weil das hätte uns bestimmt einiges an Schaden gemacht. Skeber. Oh, ich krieg meinen Pfeil wieder, sehr gut. Ist nix. Da liegt noch ein Skeber. Da kriege ich aber meinen Pfeil wieder, sehr schick. Und hier liegt auch noch ein Skeber, der ist durch das Feuer gestorben, wenn ich richtig liege. So. Türe, Adept. Oh! Okay. Okay, nicht ganz. Jetzt habe ich's. Sehr schön. Ist hier was Schönes drin? Eine Truhe. Ein Buch. Wolfmeeres Leitfaden für Langfinger. Taschendiebstahl verbessert. Sehr schön. Ups. Und noch eine Truhe Lehrling. Die werden wir natürlich auch aufschließen. Jo, schon erledigt. Ein Stiefel 46 Gold. 46 Gold nehmen wir natürlich mit. Die Frage stellt sich mir hier gar nicht. So, da ist wieder ein Skeber. Da war ein Skeber. Kein Seelenstein groß genug. Okay. Ich kriege meinen Eisenpfeil wieder. Das freut mich immer sehr. Weil ich irgendwie immer, auch wenn ich mehr als genug habe, immer Angst habe, dass ich am Ende keine Pfeile mehr habe. Es ist irgendwie grundsätzlich so. Obwohl ich mehr als genug dabei habe. Hier ist nichts. Und dann können wir hier hoch. Himmelsrand. What? Ach, dann schleiche ich mich an die Tür ran. Ach so, oh toll. Hätte ich auch gleich durch die... Warum? Ich habe eine Schlüssel zu gut Golden Glanz. Oh. Ja, da muss ich halt durch die Haupttür reingehen. Es ist auch im Prinzip vollkommen Wurst, wodurch wir reingehen, weil wir haben alle Söldner erledigt. Na. Hätte ich mir den Weg auch sparen können, aber dafür haben wir da ein bisschen Gold und Skever-Schwänze gefunden. Trankmischerbeutel.
Schuppenschwamm und Zaubertrank der geringen Ausdauer nehmen wir mit. Ich bin mal gespannt, ob wir hier uns irgendwie vielleicht ein bisschen durchschleichen können. Wo erwartet uns der erste Gegner? Wir müssen nach oben, wie es scheint. Ich bin jetzt gerade selber ein bisschen ruhig, weil ich keine Ahnung habe, wo Gegner sein könnten. Oder wo halt eben nicht. Deswegen bewege ich mich gerade selber relativ leise durch die Gegend. Keiner da. Flöte. Eine Eingangstür zu Gut Golden Glanz. Mich irritiert, dass das hier so wenig Leute sind. Tür zum Aufschließen. Oh, da ist einer. Okay, hier läuft auch einer. Ich weiß nicht, wo er herkommt. Dass da einer sitzt und ich da eigentlich nicht her möchte. Wo kommt der andere her? Scheinbar nicht von dort. Oh, da steht er direkt daneben. Fuck. Was war das? Mal schnell wieder ducken. Ich hoffe, sie haben mir jetzt noch nicht die Fährte aufgenommen. Was war das? Was war das denn? Ich weiß es nicht, Mama. Und los, versteckt. Ich war sicher, sehr gut. Ich hätte etwas gehört. Sie sind noch nicht hinter der Ecke. Ich hoffe jetzt auch nicht hinter dieser Ecke. Ansonsten muss ich den Kampf aufnehmen. Sie werden wieder hier an ihren Startpunkt zurückgegangen sein. Ja. Hier sind drei Stück. Schnauze halten. Da ist ein Gittertor, da muss ich bestimmt hin. Bis da sicherlich in den Keller reingehen wird. Nach oben, wo ich hin muss. Okay, erstmal nach oben. Okay. Hier liegt erstmal Gold, was wir natürlich mitnehmen. Und noch mehr Gold. Weg mit dir. Wenn das Krach macht, aber mich hört scheinbar niemand. Wieder ist hier oben keiner. Oder die sind taub. Das würde mich beides nicht unbedingt wundern. Knoblauch. Ich mit Fass Tomaten. Okay, hier steht einer. Kann ich mich an dem irgendwie vorbeischleichen, indem ich durch die Tür hier durchgehe? Das hat er nicht gehört. Das ist gut. Scheint keiner zu sein. Das ist auch gut. Oh, das ist leer. Der Kleiderschrank. Nichts Besonderes. Gut, dass da ein Schrank steht. Das hätte mich bestimmt schon gesehen. Oh, kann ich mich an dem vorbeischleichen? Was war das? Oh, oh. Ja, bin entdeckt worden. Verdammt.
irgendwo gegengelaufen, was wo ich Krach gemacht habe bei. Ist aber nur einer da, der mich sucht. Schleichen verbessert auf 34 und wir sind ein Level aufgestiegen. Jawohl, diesmal ist die Ausdauer dran. So, Schießkunst. Können wir da irgendwas machen? Nein. Nein. Okay, können wir nichts machen. Dann vielleicht schleichen. Bis beim Schleichen 20% schwerer zu entdecken. Okay. Wie sieht das aus hier? Steigert den Rüstungswert leichter Rüstung um 20%. Oh, Talente zu verbessern. 2 Stück habe ich. Oh. Gut zu wissen. Dann nehmen wir hier einmal das hier. Okay. Na komm. Ja, und nehmen noch einmal hier. Ja, schleichen. Heimlichkeit. Okay. Habe ich hier schon reingeguckt? Nichts Gescheites drin. Okay, der kommt zurück. Oh nein, ich bin so blöd. Ich dachte, er wäre schon zurück. Okay, ich bin wieder versteckt. Okay. Ach Mensch. Naja. Dann werden wir jetzt hier mal oben reingucken, wohin uns der Pfeil leitet. Novize. Das ist einfach. Aha. Wertlose Söldner. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Maven oder Mercer mich damit davonkommen lassen würden. Aber ich hatte kaum eine Wahl. Mhm. Ich verlange nur den Schlüssel zu eurer Schatzkammer. Das kann ich nicht tun. Sonst könnte ich mir genauso gut gleich die Kehle durchschneiden. Ja. Warum seid ihr euch so sicher, dass ich es nicht tun werde? Dann werde ich ihn eurer Leiche entreißen. Vergesst es, ich werde es einfach selbst aufmachen. Ich werde ihn einfach mal versuchen zu überreden, weil das könnte was bringen an Redekunst. Aber es wird wahrscheinlich eh nicht klappen. Das glaube ich nicht. Das ist nicht eure Art. Aha. Dann werde ich es halt eurer Leiche entreißen. Du hast uns betrogen, also musst du dafür bezahlen. Versucht es nur. Warum macht ihm so wenig Schaden? Oh, jetzt steht hier noch daneben. Ja, ja. Der musste leider sterben. Tresorschlüssel, orkischer Pfeil, Stahlpfeil, oh, orkischer Bogen. Das freut mich gerade sehr, weil, dann müssen wir mal auf unsere Waffen gehen. Der orkische Bogen hat 1 Schaden mehr. Den von dem Favoriten entfernen, den hinzufügen. Eisenpfeile sind ausgerüstet, perfekt. Dann habe ich einen orkischen Bogen. Was gibt's denn hier noch Schönes? Violette Bergblume, sehr schön. Zutat. Gold. Blaue Bergblume, rote Bergblume. Bienenkönigin-Statue. Oh, das kann ich zu Delvin bringen, das ist aber schön. Ah. Okay. Und auf. 9 Gold ist jetzt nicht so viel, aber ein bisschen was. Ich habe, glaube ich, den Schrank getroffen. Und jetzt will da ein Seelenstein. Okay, vergessen wir das einfach. Kann ich dich hochheben? Ja, komm, du schläfst einfach mal ein Röhnchen. Leg dich erstmal in dein Bettchen. Oh, da ist eine Biene im Glas. Die nehme ich mit.
Ja. Muss er schon richtig rum hinlegen, Alter. Ja, ja, fast. Naja. Schläfst du halt ein bisschen anders, schläfst du so. Gute Nacht. In einem Glas, den nehme ich mit. Die ist cool. So. Nehmen wir mal nach unten. Ist der eine Typ denn noch da? Der hier an der Ecke stand. Ja, ist er. Ja, sah er mich nicht voll. Wir sind verloren. Und tschüss. Oh Mann, ich krieg meine Pfeile nie wieder. Stört mich. Hier war hier schon. Hier noch was Interessantes? Nein. Okay. Dann geht es wieder für mich nach unten. Und gucken wir mal, was unten so auf uns wartet. Weil hier dürften noch drei Gegner rumstehen und rumlungern. Hoffentlich direkt hinter der Ecke. Doch, direkt da. Drei Stück. Mal gucken, ob ich da an denen vorbeikomme. Ich hoffe es. Jawohl. Beistelltisch durchsuchen. So viel Zeit habe ich. Okay, nur ein blödes Buch. Dem aber dann auch nicht auffällt, da oben, dass es offen ist, das Tor. Naja, ich gehe mal in den Keller von Gut Goldenglanz. Da hinten sind Gegner, die werde ich erstmal... Die werde ich töten. Doch, die werde ich töten. Was? Das war gar nicht. Ja! Ah, ist okay. Genug! Ja, ist ja okay. Killerschlüssel, den hab ich doch schon, Mensch. Brauch ich doch nicht nochmal. Ach, der auch nochmal. Ah. Ich weiß schon, warum ich die getötet habe. Oh ja. Jedes Gold ist wichtig, damit wir uns unser erstes Eigenheim kaufen können. Und ich mein Inventar dort immer entleeren kann. Das wäre schon ganz gut. So. Geldbeutel. 8 Gold. Hirschfell und ganzen Gelumpe, da braucht kein Mensch. Zumindest jetzt noch nicht. Weiter geht's. Ich will gerne Gut Goldenglanz noch fertig bekommen. Oh, hier ist ganz viel Feuer. Okay, das werden wir wie folgt erledigen. Ganz genau so. Jetzt müssen wir zwar kurze Zeit warten, aber das sollte nicht so schlimm sein. Genau, da Lichter. Er hat den Eisenpfeil, den ich auf ihn geschossen habe, wiedergegeben. Das ist sehr freundlich. Da unten muss ich hin. Ist hier noch was in der Ecke? Nein. Also geht's hier weiter. So. Geldbeutel. Gold, 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 Gold. Ruhe, Novize. Oh. Jupp. Richtige Richtung. Und wieder Gold. Den Schlüssel habe ich. Und die Kaufurkunde von Gut Goldenglanz. Die gucken wir uns doch jetzt erst einmal an. Objekte. Bücher. Kaufurkunde von Gut Goldenglanz. Aringot.
Dieses Dokument bestätigt den Verkauf Gut Goldenen Glanzes sowie all seiner Liegenschaften, Vermögenswerte und darin enthaltener Gegenstände. Die Bezahlung wurde von Gulum Ai als Kaufsbeauftragten in vollem Umfang vorgenommen. Sämtliche Beziehungen zur Diebesgilde von Rifton sind unmittelbar einzustellen. Um etwaige Vergeltungsmaßnahmen zu vereiteln, seid ihr verpflichtet, unser Vermögen auf jegliche euch angemessen erscheinende Art und Weise zu schützen. Ich bin überzeugt, dass ihr schon bald feststellen werdet, dass die Diebesgilde ein weitaus weniger gefährlicherer Gegner ist, als sie den Anschein erweckt, und dass sie Gut Goldenglanz lieber kampflos abtreten wird, als das Risiko einzugehen, noch weitere Mitglieder zu verlieren. Viel Glück und möge dies der Beginn einer langen und profitablen Partnerschaft sein. Aha. Schön. So, wir können, glaube ich, hier weiter und kommen wieder in die Kanalisation. Wo sind wir jetzt rausgekommen? In der Kanalisation war ich doch schon. Aha. Aha. Da komme ich also raus. Hier, wo ich hochgegangen bin. So, hier habe ich ja natürlich alles schon erledigt vorhin. Deswegen können wir hier einfach durchrennen. Da brauchen wir nicht aufpassen, dass uns irgendwas Böses erwartet. Und auf nach Himmelsrand. Ja, sehr gut. Ich würde einfach mal so sagen, mit diesem wunderschönen sonnigen Tag verabschiede ich mich hier und wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, wann ihr auch immer dieses Video schaut. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst doch einen Daumen da. Wenn nein, dann macht einfach am besten gar nichts. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Abo da. Ich würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.